Ein Hightech-Elektromobil an der Realschule Plus in Bad Kreuznach. Der Opel Ampera mit seinem lautlosen Antrieb soll den Schülern vorführen, dass man auch ohne Benzin auf die Straße kann und damit die Umwelt schonen. Das kommt bei den technikbegeisterten Kindern gut an. Wie findest du das Auto, wenn du hier so drin sitzt und dich umschaust? Ich will es kaufen. Mich hat es halt immer interessiert, was in der Naturwissenschaft so alles läuft. Ja, dass es halt ohne Benzin halt fährt. So. Ich möchte Ingenieur werden und dann muss ich sowas können. Also. Für mich ist wichtig, dass nicht so viel Benzin verbraucht wird, dass die Elektroautos auch nicht so viel, auch keine Schadstoffe machen. Was Interessantes war halt das Auto, weil es so leise war und ich habe es schon mal gesehen, aber selbst haben wir noch keins, weil wir haben jetzt bis jetzt noch Benzin- und Dieselautos. Die Vorführung des Wagens ist dabei der Abschluss einer Doppelstunde zu Umweltschutz und Elektromobilität und Teil der Projekttage der Deutschen Umweltaktion zu aktuellen Umweltthemen. Im Unterricht geht der Experte Ulrich Kilian darauf ein, welchen Nutzen die Erde und ihre Bewohner daraus ziehen können, wenn mehr Leute auf umweltschonende Technologien umsteigen, also solche, die Strom statt Erdöl verbrauchen. Dabei vermittelt er den Schülern auch, dass der Umstieg irgendwann unvermeidlich sein wird. Wir sind auf Strom angewiesen, in Zukunft auf Elektromobilität, weil das Erdöl zur Neige geht. Und nicht nur deswegen wollen wir Erdöl durch Strom ersetzen, sondern das wurde schon richtig hier gesagt, wegen den Emissionen natürlich. Nur der Wechsel zu Strom alleine ist aber noch nicht die ganze Lösung. Die Energie muss auch umweltfreundlich erzeugt werden, ob durch Sonnenlicht oder Windkraft, wie auch im Kleinen praktisch vorgeführt wird. Als Anreger der Aktion präsentiert Reifenhersteller Michelin, wie auch die Verbesserung einzelner Bauteile den Wechsel zum Elektroauto erleichtern kann. Neue Reifen mit anderen Gummimischungen sind leichter, leiser und verbrauchen weniger Energie. Denn ein Großteil des verbrauchten Benzins oder Stroms geht immer noch in die Reifen. Als Beispiel zeigen diese Bälle aus den verschiedenen Gummisorten den Unterschied. Die alte Mischung kommt schnell, träge zur Ruhe, die neue nutzt die Energie besser und bleibt länger in Bewegung. Michelin investiert viel in solche neuen, umweltschonenden Technologien und will auch bei Schülern möglichst früh ein Bewusstsein für Umweltschutz schaffen. Wir machen Verkehrserziehung, wir bilden Radfahrer aus, wir sind in den Schulen schon lange unterwegs, auch um Auszubildende zu finden. Aber dieses Projekt ist das erste Mal, dass wir jetzt hier in Kreuznach Elektromobilität an die Schulen bringen. Und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Die Aktion ist gelungen. Neben der Begeisterung für das lautlose Auto nehmen die Schüler auch einige wichtige Eindrücke aus der Sonderstunde mit. Ich fand alles interessant, dass auch die Umwelt die ganze Zeit verschmutzt wird durch die ganzen Gase. Ja, die Umwelt ist schon wichtig, weil wenn es keine Bäume gibt und keine Pflanzen, gibt es auch keinen Sauerstoff. Und dann könnten wir auch nicht atmen. Weil wenn das halt zu viel Umweltstoffe, also wenn wir die Umwelt schaden, dann wird irgendwann so Erdbeben oder sowas passieren und dann kann irgendwas passieren, was kaputt gehen oder sowas. Es soll sich ändern, weil sonst ist das halt für die Umwelt schadend und das ist halt nicht so gut. Nein, also es war alles interessant für mich. Ich habe was Neues gelernt und ja, wegen der Umweltverschmutzung und so. Und das Auto ist auch cool gewesen. Ich glaube, das Verständnis ist dafür da. Die Kinder, die werden heute sehr früh mit solchen Themen konfrontiert. Und ich habe festgestellt, dass man Kinder viel mehr begeistern kann für solche Themen als manche Erwachsene. Und ich denke, frühzeitig den Kindern Informationen geben, dass die kompetent mitreden können, ist doch der beste Weg. Am Beispiel von Michelin haben diese Kinder gesehen, wie neuartige Produkte der modernen Chemie den Umweltschutz voranbringen. Und vielleicht sind sie ja die Ingenieure von morgen, die die Arbeit an umweltschonenden Technologien weiter vorantreiben können.